bist du, doofer Zombie. Oh, 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 oh. Ich wundere mich gerade, warum es kein Upgrade gibt für schneller angreifen. Also das hier, ne? Es ist zwar schon schnell, aber ab und an kommt da einer durch. Na gut, wir haben den Bossraum gefunden. Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Also würden wir gerne zurück zum Eingang. Und da werden wir jetzt uns um alle Gegner kümmern. Und jeden Raum, wo Stacheln und Sprungdinger und andere Sachen drin sind, die mich verletzen könnten, einfach ignorieren. Wir haben hier, glaube ich, noch ein, zwei Statuen rumstehen gehabt. Nee, nicht hier. Oh, hallo Skelett. Bye, bye. Zing, zing. Ein paar Münzen schaden auch nicht. Und hey, da geht's ja noch weiter. Glücksspiel. Nö. Nö, 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 nö. Ich will meine 7400 Münzen behalten. Und ja, ich würde, glaube ich, nur ein Drittel einsetzen oder so, aber nö. Ja, 441 Lebenspunkte. Hallo Jungs. Hey, langsam kann ich das ja richtig. Sehr irritierend, wenn man plötzlich merkt, dass man was kann. So, was gibst du mir Schönes? Gold. Das schon, ich krieg mal wieder Stats. Das wäre auch schön. Oben rechts. Zing. Oh, gibt sogar zwei Gegner weiter hier. Okay. Oh, und ein Raum voller Lebenspunkte. Zing, 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 zing. Sehr schön. Sind ja gleich schon voll. Unser Kopf ist nicht so groß, dass er durch die Wand passt. Schade. Das wäre auch eine interessante Art, Goldmünzen einzusammeln. Ja. Oh, okay. Zing, zing. Ich nehme auch noch mit. Fast 1000 Münzen, fast volle Leben. Aber halt nur fast. Ich denke echt, wir werden jeden Lebenspunkt brauchen, um... Was seid ihr denn für welche? Oh, ihr seid die schneeballschmeißenden, anstürmenden roten Dinger. Okay. Schon sind ein paar Lebenspunkte wieder weg. Das ist doch nicht schön. Wusch, wusch. Ich mag diese Bewegungsrufen, die sind echt cool. So, mach kaputt, mach kaputt. Oh, das ist der Weg zum Wald. Ja, wo ist es? Lebenspunkte 639 von 660. 649. Oh. So, 654, das muss reichen. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. 10.000 Goldmünzen haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Und jetzt werden wir sterben. Blub, 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 blub. Herodotus. Also, einmal spalten. Nicht stressen lassen. Denn hier sind Stacheln. Und Stacheln sind gefährlich. So, gespalten. Au. Du musst erstmal sterben. So, du bist kaputt. Ist okay. Ja. Au. Sind jetzt schon zu viele Schleimenergie. So, welcher ist der kleinste? Der da ist der kleinste. Au. Du bist klein. Au, du bist auch klein. Das ist echt übel. So, jetzt müssen wir Abstand suchen. So, ihr seid klein, ihr beiden. So. Da
ist ein Gegner. Und das da könnte schon der allerkleinste Schleim sein, den es gibt. Müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen erstmal allein erwischen. Den da. Ja, er ist kaputt. Sehr schön. So, erster Minischleim von viel zu vielen Minischleimen ist kaputt. Wo ist der zweite davon? Da ist er. So, du musst als nächstes dran glauben. Du und dein Zauberer. Warum sind da zwei? Oh. So, du bist der Kleinste. Du hast dich versteckt. Oh, da ist ja noch ein Magier. Wirks. Oh. Du bist klein. Du bist auch klein. Oh. Ah. So, Hälfte der Lebenspunkte. Wir haben bei weitem noch nicht alles geschafft. Oh, du bist klein. Du bist kaputt. Hier sind zwei kleine. So, das ist schon mal okay. Kriegen wir für die ganze Zeit überhaupt auch Lebenspunkte, wenn wir die töten? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Au. Und für die Geister kriege ich auf jeden Fall schon mal Lebenspunkte, aber die Schleime, das sehe ich nicht so richtig. Da ist einer alleine. Oh. Nö. Oh, oh, oh. Doch, gibt Lebenspunkte. Sehr schön. Also einfach draufhalten. Das wäre auch eine Taktik. Ich glaube, keine gute Taktik. Ich glaube, mein vorheriger Plan war besser. So. Ruhe behalten. Töten, 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 töten. Vor allem die Kleinen. Die Teufel fliegen alle rüber. So, einfach kaputt, 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 kaputt. Oh. Ich glaube, das wird was. Oh. Bist du der letzte Schleim? Kann ich... Doch, das war der letzte. Geil. Oh, Stahl. Oh ja, krasser Kampf. Und Lebenspunkte, Lebenspunkte und Rüstungsklasse. Sauber. Nimm das, komischer Vorgänger, der wahnsinnig geworden ist und so ein S-Boss mutiert ist. So. Wir müssen in Wald. Und im Wald holen wir uns Lebenspunkte. Und danach bringen wir den Endboss um. Genau, von euch habe ich auch erstmal genug gesehen. Doofen Magier. 10. Oh, 19.000 Gold. Oh, das ist Hammer. Oh. Au. Komm schon, wir müssen jetzt Lebenspunkte farmen, nicht verlieren. Achso, nicht hingucken. Aha. Bounty für Bracer. Also noch mehr Gold. Boah, das könnten wir echt bald mal machen. Oh, Tagebucheintrag. Ich dachte, wir sind fertig mit den Tagebucheinträgen. Eintrag 24. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt. Sehr schön. Das soll wahrscheinlich heißen, dass es keine weiteren Tagebucheinträge gibt, ne? Na, mal gucken. Jetzt hätten wir erstmal gerne leichte Gegner. Oder Stacheln und Feuerbälle in einem Raum. Oh, leichte Gegner. Oh. So.
25 Lebenspunkte von 675. Das ist echt nicht viel. Oh, Schleim, sehr schön. Hüpf. So, gib mir ein Hühnchen. Oh. Ja, ah, ah, ah. Doofe Feuermagier. Alle Gegner besiegen. Ja, das mache ich gleich ganz gerne. Ich muss nur vorher hier alle Gegner besiegen. Ja. Oh. Ach, doofes Auge da unten. Jetzt komm. Ja. Schon wieder unter 160 von eben. Dieses geht nicht so ganz auf mit dem Lebenspunkte sammeln. Und wir haben gerade die 20.000er Marke geknackt. Sehr schön. Oh. So, 150. So, da kommen wir gar nicht ran. Oh, sehr schön. Noch mehr Gold, noch mehr Gold. Ein Hühnchen, ein Mana-Trank, den wir nicht brauchen. Oh, den brauchen wir doch. 10. Oh, und noch viel besser. Du kommst mir nicht ins Haus. Also primär der Hund. Ich will keine Lebenspunkte. Wow. Lebenspunkte verlieren. Das ist nicht so schön mit den Lebenspunkten jetzt wieder. Aber was kommen die Stachelnkugeln auch genau auf der Höhe von unserem Kopf da angeflogen? So. Weg mit euch. So, da oben. Ein Goldsack in der Ranke. Noch ein Goldsack? Nö. Hühnchen? Nö. Den halt nicht. Oh. Oh, 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 oh. Eine freifliegende Kugel. Zwei freifliegende Kugeln. So. Und hier ist gar nichts, okay. Oh, doch, ein Hühnchen. Was haben wir hier? Lebenspunkte. Zing, zing, zing. Hey, warum überlebst du, du bist Ding? Hallo. Ich denke mal, der Endboss wird schwer sein. Oh. Ja, du kannst da mal stehen bleiben. So. Aber ja, ich denke mal, er wird schwer sein. Wir werden nicht das Glück haben, einen leeren Raum mit einem jungen Brunnen zu finden. Hm. Ja, wir haben 22.000 Gold. Und die nächsten Helden, die kommen, die müssen ja gar nicht durch den Dungeon durchlaufen. Wir müssen ja nicht mehr Architekten benutzen. Wir können jetzt jederzeit in den Thronraum direkt am Eingang reingehen. Also ist da vielleicht gar kein Boss drin? Hm. Na gut, gucken wir mal. Lebenspunkte 577 sind langsam vertretbar. Tagebucheintrag. Nichts Neues. So, 666. Wenn das mal kein oben ist, weiß ich auch nicht. Also, auf zum Eingang. Spiel durchspielen. Hops, hops, hops. Hops, hops. So. Da. Okay. Spannend. Wie jetzt? Nein! Nein! Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Ich gebe euch nochmal 2 Sekunden.